MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir schon mehr. Sowas halt in diese Richtung, habe ich mir dann vorgestellt. So, damit es hier nicht zu düster wird. Nämlich keinen Bock auf Besuch aus der Unterwelt. So ein Creeper oder so im Schlafzimmer, wer hätte den denn nicht gerne, ne? Nie im Leben. Ich hasse diese Tiere. Aber hey, das ist jetzt die Folge Nummer, ich glaube 5 oder 6 der neuen Saison, so gesehen. Und ich bin noch nicht in die Luft geflogen. Ich bin begeistert. Ich bin gleichzeitig schockiert, aber auch irgendwie begeistert. Das ist wirklich sehr verwirrend. So, weg mit den Steinen. Natürlich ist die Fläche hier nicht endgültig. Das wäre ja lachhaft. Das reicht ja für gar nichts. Aber wir haben dann erstmal ein bisschen Lagerfläche, die wir füllen können. Und das dauert ja auch schon lange genug, bis wir die gefüllt haben. Und natürlich was Schönes, wir haben jede Menge Kohle dafür. Perfekt. So. Flächenmäßig sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt gehen wir einmal nach oben. Gehen einmal nach hier, schmeißen das da rein und schmeißen die ersten 64 Bruchsteine da rein. Da sind das. Jetzt habe ich echt nichts mehr. Ja, so ein Mist. Jetzt muss ich hier aus Bruchsteinen mit Leicht eine neue Pickaxe bauen. Also Steinpickhacke. Spitzhacke, nicht Spick. Spitz! Mann! So. Aus welchem Material möchten wir denn den Boden und machen? Machen wir alles gleich? Ja, das sieht eigentlich am besten aus, glaube ich. Das sind nochmal 20 plus 64. Damit können wir auf jeden Fall schon mal einen Teil des Bodens belegen. Wollte hier so die Truhen. 1, 2. Nee, nicht ganz. Moment. So. Ach, Quatsch. Falsch. So. Perfekt, genau so wollte ich es haben. Und der Boden hier, der wird noch aus Holz gemacht. Man könnte jetzt hier Material sparen zum Beispiel, aber ich möchte das halt doch schon so realistisch wie möglich machen. So, okay, da spare ich jetzt wirklich Material gerade, sehe ich. Ja, komm. Sehe ich aber auch hier hinter gerade, dass ich da gespart habe. Böser Herbert. Ah, hier können wir schon mal Bruchsteine reintun. Haben wir erstmal genug. Habe ich noch eine? Ja, wunderbar. Da kommt hier schon mal das Schild. So, da kommt.
Bruchstein. So, wunderbar. Ja, hier habe ich ja noch gar keine Truhen. Hier ist dann halt noch so. Optisch gefällt mir das nicht. Dann muss hier das auch noch weg. Ist eh besser so, sehe ich gerade, weil hier noch jede Menge Material hinter sitzt. Ja, das sieht schon mal besser aus. Es gibt so eine schöne Tiefeneffektwirkung. Sieht wirklich gut aus. Gut aus. So, dann haben wir hier nämlich noch eine Kammer. Und das Schöne an diesen Kammern ist, man kann sie beliebig erweitern. So, die Lücken müssen natürlich noch ausgefüllt werden. Ist ja irgendwo auch klar, dass hier jetzt nicht dieser hässliche Stein drin bleiben kann, ist natürlich der Optik wegen. So, 1, 2. 1, 2. Ja, doch, das sieht schon mal ganz passend aus. Jetzt muss der ganze Kram hier noch weg. Muss eh weg hier. Wer möchte denn gerne Kohle verschwenden, ne? Die brauchen wir noch. Deshalb holen wir die schnell raus. Holen danach direkt den Bruchstein oben. Nein, den fertigen Stein. Entschuldigung. Ist ja dann gar kein Bruchstein mehr, wenn wir ihn zurückbekommen. Können wir das auch direkt rausklopfen? Och nö, Leute. Natürlich. Muss der arme Herbert jetzt doch da durchbuddeln. Wahnsinn, ich kann mich wirklich noch an die ersten Folgen von Minecraft erinnern, wo wir Stunden gesucht haben. Wirklich Stunden und Tage und folgenweise verprasselt haben damit, endlich was Vernünftiges zu finden. Zum Beispiel Kohle. Muss da normaler Stein rein. Hier geht's 3 lang. Hier geht's irgendwie 4 lang, warum auch immer. Hä, warum geht's hier 4? Das war mal 4 lang. Okay, gut. Dann hat's einen Sinn tatsächlich. Doch, es könnte tatsächlich passen. Bin mir gerade rechnungsmäßig nicht sicher. Aber... ja, Tatsache. So ist es korrekt. So passt es. Zum ersten Mal im Bauwerk was passend ist. Hammer. Bin begeistert. Ja gut, hier zwischen muss ich halt mal ausfüllen. Das ist so erstmal der Vorbau unserer Lagerhalle. Da fehlt natürlich noch jede Menge. Oh, der doofe Zombie da. Na komm, lassen wir ihn rein. Oh, böser armer Zombie. Wir pennen einmal ganz kurz. Dann kann der Zombie auch schlafen und verbrennen. Haha. So. Auf geht's zur Ausbesserung. Lass mal diese hässlichen Hohlräume hier füllen. Damit das hier stimmt. So. Wichtig ist, dass der Pfeiler schon mal korrekt ist. Perfekt. 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 Nicht perfekt.
muss entfernt werden, radikal, rausgeschnitten. Wunderbar. Erstmal, wie gesagt, werden die Wandfehler verbessert. Hier stimmt alles. Okay, hier stimmt noch gar nichts. So. Okay. Hier fehlt ja auch noch einiges, was weg muss. Das kann so ausgefüllt werden. So. So. Zack. Zack. Ja, jetzt fehlt noch die ganze Decke. Die muss noch ausgebessert werden. Die wird ja ein Stück höher wieder gesetzt. So wie immer. Euch kenne ich, aber ich kann es nicht zuordnen. War das hier nicht, wie heißen sie? Komme gerade gar nicht drauf. Ne, ich komme nicht drauf, wie sie heißen. Sind das hier nicht die komischen Viecher, die man nicht angucken darf? Oder darf man die mittlerweile angucken? Ich weiß es gar nicht. Oh, wie heißen sie? Durch Wände switchen können und so. Diesen ganzen creepy Kram drauf haben. Ne, ich komme gerade echt nicht drauf. Hm. Weg, 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 weg. Toll. Jetzt muss ich ja schon wieder da hochdackeln. Doch, habe ich. Nein, habe ich keins. Okay. Das ist natürlich nicht so schön. Also benutze ich das Holz dafür. Das ist ja eigentlich Wurst. So, perfekt. Komplett ausreichend wieder. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Da gibt es jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, diesen Raum wieder zu richten. Ja, irgendwie stimmt hier vorne und hinten was nicht. Ne, Moment. Hier stimmt vorne und hinten etwas nicht und ich weiß noch nicht was. Optisch passen? Ja, genau. Wunderbar. So. So war das schon mal hier oben geplant, zumindest. So. Dann machen wir das schon mal wieder fertig. Mitnehmen. Wunderbar. Boah, ist das eine Klopperei, hä? So. Jetzt muss ich noch irgendwie den Fehler finden, warum es an manchen Stellen asynchron ist.